Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind im letzten Part hier im Sterntal. Hieß Sterntal? Ich glaube Sterntal hieß es. Angekommen und ja, auch hier wird wieder von Bowsers Schergen das Land angegriffen und wir sollen mal nach dem Rechten schauen. Reden wir erstmal mit dem Pinguin. Hey, du hast eine Sonnenkarte. Ich habe auch eine, cool. Wir haben den gleichen Rang. Wir sind beide gleich stark. Was für eine Sonnenkarte? Hä? Komisch. Diese Stadt ist in letzter Zeit ziemlich gefährlich geworden. Vor kurzem habe ich einen verdächtigen Fremden hier herumstreifen sehen. Er schien auf der Suche nach jemandem gewesen zu sein, der sah schon ziemlich zwielichtig aus. Ich frage mich, wo er jetzt wohl ist. I don't know. Mit dir haben wir schon geredet, ne? Hallo, das ist der nördlichste Stadt des Landes, Bipper City. Du kommst aus Tottau und das ist sehr, sehr weit weg. Willkommen in Bipper City. Ba-ba-ba. Zum Sternental? Ja, sicher. Geh von der Stadt aus nach Osten. Aber du musst vorsichtig sein. Ich kann mich erinnern, dass der Weg regelrecht mit Monstern gepflastert ist. Allein der Gedanke daran lässt mich erzittern. Alles, was ich momentan zu hören bekomme, sind schreckliche Gerüchte. Was soll nur aus dieser Stadt werden? Achso, okay, das ist Bipper City und im Sterntal geht's nach Osten. Alles klar. Das war so bizarrer... Was? Da war so ein bizarrer kleiner Kerl hier, der die ganze Zeit schrie. Oh, oder ist kalt. Und er schrie auch, nein, Mario. Wer war der Verrückte? Ob das Luigi war? Hört sich irgendwie nach Luigi an. Okay, wir haben jetzt hier noch die Häuser. Da würde ich auch noch mal kurz durchsteppen. Was haben wir denn hier? Oh, der Tod, der hat es gemütlich gemacht, ne? Wie geht's uns denn aktuell? Müssen wir da rein? Nö, uns geht's super. Aber er hat es gemütlich gemacht. Das sieht schön aus. So, dann haben wir hier den Itemladen. Gibt's hier was Cooles zu kaufen? Hier können wir Sternwind kaufen. Lebenspilze können wir weiterhin kaufen oder Superpilz. Wie sind wir denn gerade aufgestellt, was Items angeht? Hallo, hallo, hallo. Wir haben eigentlich relativ viel Zeug dabei. Also ich glaube, eigentlich brauchen wir aktuell nichts. Ihr sagt ja immer, ich soll Items öfter einsetzen und so weiter, aber ich bin ja auch so stark genug. Irgendwie habe ich es bis jetzt immer hinbekommen. Hi! Das Sterntal und der Bipperberg sind ganz in der Nähe. Aber wenn du dorthin willst, solltest du dich besser warm anziehen. Okay, eigentlich soll man nach Osten gehen, es geht aber auch nach Westen. Frage ist, soll man hier schon weitergehen? Okay, hier gibt es irgendwo einen Sternsplitter. Du. Wo gibt es denn den Sternsplitter? Okay, da geht's auch nicht weiter nach Westen dann. Ja, da ist er. Jawolski! Ein weiterer Sternsplitter für uns. Sehr schön. So, ein Schneemann. Dann gehen wir erstmal hier rein. Da geht's noch weiter. Hallo, wer bist du denn? Oh, wir haben einen Gast. Willkommen, Sie armer Mann. Sie müssen ja halb erfroren sein. Wenn Sie meinen Mann sprechen wollen, gehen Sie bitte nach nebenan. Gehen Sie nur. Treten Sie ruhig ein. Wer ist das? Was ist das? Da ist jemand gestorben. Oh, die feiern Weihnachten, ein Geschenk. Natürlich, ich gucke erstmal, wie es ihm geht. Keine Antwort. Bürgermeister Pinguin bewegt sich keinen Millimeter. Was ist das? Er hält einen Zettel mit der Aufschrift Haringway in seiner Hand. Als wäre man Detektiv. Haringway? Dadum. Liebling, möchtest du eine Tasse Tee? Hm? Oh, Schatz? Wenn du auf dem Boden schläfst, kannst du dich ganz leicht erkälten. Nein! Alter. Es ist Mord. Mord in Bipper City. Hilfe! Helft mir doch! Mein Mann ist tot! Er wurde ermordet! Es ist ein Pinguin-Mordfall! Was geht hier vor, gute Frau? Beruhigen Sie sich doch. Sie müssen langsam sprechen, damit mein
da was? Damit mein scharfer Verstand ihnen folgen kann. Achso. Inspektor Pinguin. Mein Mann ist tot. Sehen Sie, da liegt er. Oh mein lieber Mann. Irgendjemand hat ihn kaltgestellt. Alter, was? Was passiert hier? Bei den Baten des Pottwalds. Sie haben recht. Der Bürgermeister wurde ermordet. Das ist ja wie ein Krimi. Mit dem Unterschied, dass dies hier real ist. Wie dramatisch. Aber gnädige Frau, wenn ich fragen darf. Wer in aller Welt hätte Grund dazu gehabt, diesen Pinguin auf Eis zu legen? Der da, genau der. Der Mann mit dem verdächtigen Schnauzbart. Ich habe ihm nicht gestanden, das Haus zu betreten. Trotzdem ist er einfach hereingestürmt. Was? Alter. Mein Mann war noch am Leben, bevor dieser Kerl hier aufgetaucht ist. Er muss der Mörder sein. Boah. Du blöde Ziege, du. Hey du, Schnauzbart, hörst du mir zu? Diese rechtschaffene Frau beschuldigt dich. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nö. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen, Kumpel. Ich bin ein Profi. Wir haben hier einen Zeugen. Das stimmt doch, Gnädigste. Ja, so ist es. Er hat es kaltblütig getan. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Genau. Außerdem ist er der Einzige, der diesen Raum betreten hat. Die Beweislast ist erdrückend. Du bleibst also bei deiner Story, dass du nicht der Täter bist? Ja. Was? Du drehst wohl am Rädchen, Mann. Mario ist kein Mörder. Das ist vollkommen lächerlich. Wenn du die Wahrheit sagst, dann haben wir es mit einem Hinterzimmermordfall zu tun. Oh, dafür bin ich nicht ausgebildet. Ein Hinterzimmermordfall. Ein hochrangiger Pinguin ist tot. Wie kann sich so etwas Furchtbares nur in unserer friedlichen Stadt ereignen? Du, Herr Schnauzbart, nochmal fürs Protokoll. Du schwörst, dass du es nicht getan hast? Okay, dann glaube ich dir. Aber das bedeutet, dass wir den wahren Mörder finden müssen. Dann glaube ich dir. Kein Problem. Ah, perfekt. Ich gebe dir eine Chance. Da du behauptest, nicht schuldig zu sein, musst du mir selbst den Mörder bringen. Wenn du das tust, dann glaube ich dir. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Nun gut. Ab mit dir. Da sich deine Unschuld noch nicht bewiesen hat, muss ich dir verbieten, die Stadt zu verlassen. Ja, genau. Keine Antwort. Bürgermeister Pinguin bewegt sich kein Millimeter. Was ist das? Er hält einen Zettel mit dem Aufschrift Haringway in seiner Hand. Was ist Haringway? Was ist das? Und was ist das für ein Geschenk? Du hast ihn getötet, stimmt's? Ich wusste, dass mein Instinkt mich nicht trügen würde. Ein Fremder wie du an einem abgelegenen Ort wie diesem kann nichts Gutes im Schilde führen. Was für ein Horror. Mein armes, armes Pinguinchen. Bitte vergib mir, dass ich diesen Mörder ins Haus gelassen habe. Ja, sie hat es doch zugegeben. Wattenkäse, ganz ehrlich. Okay, die waren vorher nicht da. Hallo. Bürgermeister Pinguin wurde ermordet. In seinem Hinterzimmer. Und keiner hat auch nur die leiseste Ahnung, wer es getan haben könnte. Oh, das kann nicht sein. Das ist so, als wären wir inmitten einer von Haringways Geschichten. Wir konnten so etwas Schreckliches nur in unserer kleinen friedlichen Stadt geschehen. Wer könnte so etwas tun? Die Frau des Bürgermeisters sagt, der Mann mit dem Schnauzbart hat es getan. Und dabei dachte ich, er sei ein richtiger Gentleman. Aber man sollte einfach niemanden trauen, der einen riesigen Hammer mit sich herumträgt. Brr, wie furchtbar. Das zeigt mir nur, dass man dem ersten Eindruck nicht glauben sollte. Okay, Haringway. I don't know. Ich geh mal hier rein, da war ich noch nicht. Wer bist denn du? Haringway? Ja, natürlich, kenne ich ihn. Jeder in der Stadt kennt ihn, er ist ein weltberühmter Krimi-Autor. Du glaubst also, Haringway hat den Bürgermeister ermordet? Das klingt verrückt, aber... Vielleicht liegst du gar nicht so falsch. Haringway weiß alles über Verbrecher und Verbrechen. Und außerdem scheint er auf mysteriöse Art und Weise verschwunden zu sein. Hier kann ich hoch. Und wo? Okay, das ist auf jeden Fall ein Haus, wo ich so sonst nicht reinkomme. Und das ist eine Schatzkiste. Kriegen wir einen Hinweis? Nein, das ist nur der Saudorden. Schade.
Mann, ich dachte, ich habe den Mord voll gelöst. Das ist so lustig. Okay. Haben wir hier noch was wir tun können? Nee, ne? Herringway ist verschwunden. Jetzt ist halt die Frage, kann ich vielleicht irgendwo in dem Haus hier drinne auch nach oben klettern? Geht das? Nicht wirklich, ne? Was hat er noch zu sagen? Hast du schon eine Spur? Du bist noch immer unser Hauptverdächtiger. Daher rate ich dir, den wahren Täter so schnell wie möglich zu finden. Okay. Also ich finde es ja schon dreist, dass die dann einfach behauptet, also nicht richtige Tatsachen behauptet, ne? Und dann sagt sie, ja, warum habe ich den überhaupt reingelassen, obwohl er, wo sie eben gesagt hat, ja, warum stirbt der? Der ist einfach reingestorben, hat ihn ermordet. Also ganz ehrlich, was soll das denn? Was soll das denn? So, hier ist gar keiner drin, ne? Ist das das Haus von Herringway? Maybe? Herringway, ja, er wohnt nahe des Teichs. Doch er ist nie daheim. Wer weiß, wo er sich aufhält. Was? Herringway soll ein Mörder sein? Nein, das kann nicht sein. Er ist ein sehr guter Freund des Bürgermeisters. Er hat doch keinen Grund, ihn abzuservieren. Es sei denn, es gäbe da einen super geheimen Grund. Seit ich Herringways Bücher lese, rechne ich stets mit dem Unerwarteten. Was würden Sie? Ba, ba, ba. Das ist der Itemladen. Ist hier irgendwas? Den Mörder vom Bürgermeister Pinguin verkaufe ich nicht. Verschwinde von hier. Oh. Das ist so fies, ne? Die Leute, wie gemein die zu einem sind. Halt einfach. Unglaublich. Hast du ihn gesehen? Wie? Für mich siehst du topfit aus, Mario. Möchtest du dich trotzdem ausruhen? Nö. Dachte, du hast einen Hinweis. Okay, ich kann nur mit den Leuten reden. Kann ich hier lang gehen? Ach, hier geht's noch weiter. Okay. Hier waren wir natürlich auch noch nicht. Hi, was macht ihr denn hier? Wenn man von Bipper City spricht, muss man unweigerlich an Schlittschuhlaufen denken. Skifahren ist auch nicht übel. Skifahren? Das ist aber nicht richtig geschrieben, oder? Das war das Skifahren geschrieben, oder? Aber nicht, wenn ein Monster sein Unwesen treibt. Draußen im Schnee kann es ganz schön unheimlich sein, deshalb bevorzugen wir Schlittschuhlaufen in der Stadt. Yay, yay! Okay, hier ist der See. Da ist Quizzo und da ist ein Schlüssel. Okay. Und da ist das Loch für den Schlüssel. Okay. Whee! Yo, let's go! Ah, dann kommen wir mal zu einer Frage. Das ist Frage Nummer 10, ne? Ich hab gesagt, es gibt 64 Fragen. Welcher Preis erhältst du, wenn du im Quiz eine Frage richtig... Wie dumm. Mich. Mich? Gratulation! 10 Fragen richtig. Oh Mann. Was ist, wenn ich eine Frage falsch beantworte? Dann ist einfach egal, oder? Ah, hier. Er ist der Torwart. Okay. Hi, dieses Gebäude ist eine Lagerhalle, aber niemand kommt hinein, weil ein dusseliger Wächter den Schlüssel verloren hat. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn verloren habe. Ich sollte meine Spur zurückverfolgen. Hey, hör mal, wenn du irgendwo einen Schlüssel findest, dann lass es mich bitte wissen. Ich habe einen gefunden. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Das klappt. Nice. Okay, dann einmal mit Sushi. Also mit dem Hammer klappt nicht. Aber ein Sprung klappt. Okay, Arschbombe klappt. So, Hallenschlüssel. Lagerhalle in Bipper City. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Aber wir gehen erstmal nochmal hier rein. Da waren wir auch nicht drin. So, was sagst du? Das ist Herringways Haus. Er ist ein Schriftsteller. Herringway sollte eigentlich da drinnen sein, aber ich habe ihn in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Das ist sehr seltsam. Okay, gucken wir mal rein. Ha. Ist aber auch nichts, komisches oder so jetzt hier. Okay, na dann, weiter in die Lagerhalle, würde ich sagen.
Dieses Gebäude ist eine Lagerhalle. Bam. Bitteschön. Danke, dass du den Schlüssel gefunden hast. Wenn ich die Tür nicht öffnen kann, würde ich bis zum Hals im Ärger stecken. Naja. So, Haringway, bist du zufällig hier drinne? Hast du dich hier verkrochen? Auch nicht. Trampolin. What the heck? Jetzt sind wir in seinem Haus. Das ist doch schon mal gut, oder? Was in aller... Was hast du in meinem Kamin zu suchen? Du hast mein Geheimzimmer gefunden. Durch den Kamin, unfassbar. Und wie kommst du hier wieder raus? Aha. Interessant. Hallo, Haringway. What geht ab? Ich bin Haringway, der Schriftsteller. Hast du noch nie von mir gehört? Nö. Was? Bürgermeister Pinguin wurde ermordet. Und ich werde verdächtigt. Das ist doch ein Witz. Das ist lächerlich. Ich habe so etwas nicht getan. Du bist wohl sehr misstrauisch. Nun, ich glaube, das wäre ich auch. Mir scheint, ich sollte mal beim Haus des Bürgermeisters vorbeischauen. Treppe aktivieren. Ah, cool. Also gut, komm, los, gehen wir zum Haus des Bürgermeisters. Gut. Okay, da haben wir zumindest schon mal den nächsten Hinweis getriggert, würde ich sagen. Okay, ich bin gespannt. Er sitzt auf der Röhre. Aber ist irgendwie lustig, aber irgendwie krass. Der ist doch nicht tot, der Pinguin, oder? Der steht doch bestimmt gleich wieder auf oder so. Er hat bestimmt nur erstickt, verschluckt oder sowas. I don't know. Ihr könnt doch nicht den Pinguin umbringen. Das ist so lustig. Okay. Oh, du schon wieder. Hast du schon etwas herausgefunden? Sag mal, der Pinguin hinter dir, ist das nicht Haringway, der Krimi-Autor? Jo. Wie, was? Bürgermeister Pinguin hielt einen Zettel in der Hand, auf dem Haringway stand. Pah, wenn das wahr wäre, hätte ich es bemerkt. Es sieht definitiv so aus, als hielt er ein Stück Papier in seiner Hand. Ja, natürlich. Es ist ein Hinweis auf seinen Mörder. Mit seinem letzten Atemzug hat der Bürgermeister versucht, den Namen seines Mörders mitzuteilen. So, Herr Haringway, Sie kaltherziger Mörder. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Kein Wunder, dass Ihre Bücher so aufregend und spannend sind. Sie setzen Ihren eigenen Geschichten in die Tat um. Guter Mann, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie unglaublich lächerlich du klingst? Glaubst du tatsächlich, ich würde dem Bürgermeister so etwas antun? Er war mein bester Freund. Ja, ihr wart gute Freunde. Aha, aber das war nur ein Vorwand, damit Sie niemand dieses abscheuliche Verbrechens beschuldigen würde. So ist es doch, oder? Ich habe diesen schwierigen Fall gelöst. Oh, jetzt komm. Aber, ja, du simpler Pinguin. Ich würde niemals so berechenbar handeln. Außerdem bin ich völlig unschuldig. Ich habe mein Haus schon seit Wochen nicht mehr verlassen, weil ich an einem neuen Roman arbeite. Ich hatte gar nicht die Zeit, mich hier hereinzuschleichen und den Bürgermeister umzubringen. Ich möchte nur sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass der Mann mit dem Schnauzbart der Mörder ist. Das ist doch, ganz ehrlich, das ist so ein abgekartetes Spiel hier, oder? Dieser Pinguin-Mordfall wird immer faszinierender. Ja. Oh, tut das weh. Autsch. Ich wusste, dass er nicht tot ist. Mein Mann kehrt wieder. Er ist ein Geist. Oh, meine Güte. Oh, hallo alle zusammen. Was geht denn hier vor? Was, Herr Bürgermeister, wir dachten, Sie seien tot. Unser Hinterzimmermordfall ist ein Irrtum. Was für eine völlige Wende des Ereignisse. Der Ereignisse. Wie? Was redest du da? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich zum Regal ging, um dieses Souvenir für Haringey zu holen. Oh ja, natürlich. Ich habe mich da ausgestreckt und bin ausgerutscht und habe mir den Kopf angeschlagen. Ja, so ist geschehen. Hier.
Hier, Haringway, bitte, das wollte ich dir geben. In Todtown war es sehr lustig. So viele interessante Sehenswürdigkeiten. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Sobald sich die Wogen hier etwas geglättet haben, werde ich dir haarklein von meinem Besuch in der großen Stadt berichten. Nun, danke, alter Freund. Das ist sehr lieb von dir. Aber Bürgermeister, wir dachten alle, sie seien ermordet worden. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Seien Sie das nächste Mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Ja, man sollte ja auch erstmal den Tod feststellen, ne? Durch einen Arzt. Also, lieber Pinguin, du musst deine Hausaufgaben nochmal machen. Ah, ja, wir haben den Mordfall gelöst, oder auch nicht. Ah, ja, tut mir leid. Aha, ich fand das alles eher unterhaltsam. Außerdem ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Dem Bürgermeister geht es gut. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Mir ist gerade eine Idee für den Plot einer grandiosen Fortsetzung eingefallen. Ja, ich glaube es auch. Ich habe nur die besten Absichten, aber es endet immer damit, dass ich einen Riesenaufruf verursache. Hallo? Nochmal Entschuldigung für alles. Es tut mir sehr leid. Sag, du bist doch Mario. Dann lass mich dich endlich in Bipper City, dem Juwel des Nordens, willkommen heißen. Was gibt's? Du willst also hinüber ins Sterntal wandern? Ich verstehe, alles klar. Ich sag dem Torwächter, dass er dich passieren lassen soll. Pass gut auf dich auf. Ah, okay, also wir wären sowieso nicht weitergekommen. Das ist jetzt alles nur eine Story gewesen dafür, dass wir quasi ins Sterntal kommen. I understand. Okay, gut Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Mal was anderes auf jeden Fall. Wir haben einen Mordfall gelöst. Sehr interessant und lustig. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Geheimnisse hier in der Stadt habt, die ich noch nicht gefunden habe. Dann hole ich die im nächsten Part noch. Oder in den nächsten Parts. Und im nächsten Part geht's dann ins Sternental. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi, Leute.